Ja, sind wir schon? Oh, Audio ist klar. Wunderbar. Die Köpfe, unsere Köpfe sind ein bisschen kleiner. Meine Aura sieht man nicht. Ja, ich habe willkommen für die neue Sendung. Ich habe gehört, dass manche sagen, ein Satz gehört, was mich stolz gemacht hat. Jemand wollte zu einer Veranstaltung gehen und dann haben sie gefragt, ist GTV auch dabei? Nein, wenn GTV da ist, da komme ich nicht, wenn das von GTV gesendet wird. Das heißt, meine Arbeit als GTV-Sender, als Schreck von Leuten, die urteilen oder die ernst sind, funktioniert. Nur mich wundert, dass die meisten so ernst sind. Einer auf ein Inserat hat gesagt, oh toll, schön, was ihr macht, aber irgendwie seht ihr nicht so seriös aus. Ich sage, ja, das stimmt, seriös sind wir nicht. Wir freuen uns, wir sind fröhlich, aber nicht seriös. Und das heißt, dass wir so viele unterschiedliche Energien senden, erschreckt einiges. Aber das können wir irgendwann auch löschen, damit jeder Mensch wertgeschätzt wird. Und da freue ich mich riesig, wenn wir in die Dimension kommen, wo das geschieht. Als Erste begrüße ich die Gräfin Undine von Gräfin? Wo ist denn? Ja, wo ist von, denn? Hallenstein. Von Gallenstein, darf ich vorstellen. Danke für die Ehre. Das ist so eine Sache mit dem Vergrößerungsglas. Du sagst, die Leute, du bist der Schreck, für mich ist das nicht so, aber für mich ist GTV wie so ein Vergrößerungsspiegel. Ja. Also stehe ich wirklich zu dem, traue ich mich dazu zu stehen und ja, die Geheimnisse fallen einfach weg. Du bist auf einmal nackend, du bist ja so wie du bist. Und da brauchst du eine ganz Portion Mut und auch Selbstannahme zu sagen, schauen wir mal. Aber ich merke es nicht, dass es Mut ist. Vielleicht ist es einfach nur, wie heißt das denn? Übermut. Oder Sabine, was ist das? Also für mich ist das, es ist so eine Schwelle so und dann ist so, und dann, wenn man über die Schwelle ist, dann gibt es diesen Spruch, ist der Ruf erstmal ruiniert, dann lebt sich es ungeniert und es gibt eine unwahrscheinlich große Freiheit. Und spricht gerade Prinzessin Sabine von Matratzenerbse, von Erbsenkönig. Wer bist denn du denn, wenn wir so tolle Namen abkriegen? Fällt jetzt da auch was ein? Also ich habe ja spontan an Dracula gedacht. Ich weiß nicht, warum. Dracula, ja. Ja, Graf von Dracula. Na, ja, Graf Imperator Dracula. Willst du noch mehr Knöpfchen drücken? Na, okay, ich möchte nur noch ein paar Leute wegscheuchen, die nicht ernst sind, bevor wir in ernste Sache gehen. Das ist für mich eine Reinigungsübung. Einfach ein bisschen locker sein, um den Stream einfach auch zu reinigen. Ne? Finde ich ja spannend, weil ich glaube, gerade Leute, die sich trauen, sich einfach so zu zeigen, für die ist der Ernst des Lebens oft abhanden gekommen. Also das ist auf einmal gar nicht mehr ernst. Ja. Oder wie meinst du das? Ja, das ist so, dass die Schwere weggeht. Ja. Also wer dazu steht, der sieht, eigentlich habe ich selber in der Hand. Ja, und dann muss es halt nicht mehr ernst sein. Es kann mal kurz, aber ist überhaupt nicht notwendig. Eben, wenn man so diese... Merkt man, also, es ist hinterher. Für mich lachen und ich kriege das bei mir mit. Ich bin oft fixiert in meine Gedanken, ne? Oder in meine Vorstellungen. Und dann sind Freunde da und irgendwann kriege ich einen Moment, wo ich loslasse. Ne? Ja. Und dann fange ich an, so Blödsinn zu machen. Und da fühle ich mich ganz. Da wird es lebendig und da fängt es an, Spaß zu machen, genau. Und dann fühle ich, da bin ich in Gleichgewicht. Ja. Ne? Weil im Moment immer, wenn ich ernst bleibe, das sagen alle, das haben mir alle gesagt, Sabine hat es mir tausendmal gesagt, dann stimmt was nicht.
Ja, da ist die Ausstrahlung auch so wie, hier ist Ernst, hier ist so, na, ist, will ich sagen Rückzug, aber das ist schon was Statisches. Und Lachen oder Frohsinn oder sich, ja halt offen sein, dieses, was du vorhin beschrieben hast, sich den Freunden hinzugeben, das ist so wie, ja, da ist Verbindung möglich, das ist, ja, nicht so, ja, Verbindung von anderer Ebene, ansonsten, wenn es ernst ist, dann ist irgendwie das, dann ist es hier oben. Dann habe ich nur das Gefühl, ich muss irgendwie folgen und dann kann ich auch vielleicht nicht folgen, dann macht mich das verrückt oder dann, oder so, dann ist es, dann kann ich, dann kann man dich nicht fühlen, ne? Dann ist das irgendwie nur auf der einseitige Fixierung. Macht sehr Sinn und heißt ja auch nicht, dass ernst immer ernste Themen sein müssen. Es gibt ja wirklich auch vielleicht Themen, die jetzt nicht zum Lachen sind, aber selbst die können in, die, in dem Gefühl in das Verbindende reingehen. Nur halt, wenn es hier oben ist, dann ist es ernst so wie zu. Also, es gibt Themen, die nicht zum Lachen sind und ich finde was zu lachen. Zum Beispiel, ich sage das dann Leute. Einen habe ich gesagt, Leute, du siehst wie jemand, der hängt an einem Bügel und wenn man es nicht ernst ist und man etwas Unernstes den Mut hat zu sagen, das ist Liebe. Ne? Weil die Absicht ist einfach auch wichtig, mit dem ich etwas tue. Und wenn ich das spiegele und lache dabei, also dann, das ist für mich Liebe. Das, ich glaube, das ist ja mit jedem, jeglichem Tun hier. Also welche Absicht steckt dahinter? Du kannst eigentlich von außen nie sagen, das ist so und so. Weil das ist immer aus der Motivation heraus. Alles, was getan wird, kann aus der einen oder der anderen Motivation heraus getan werden. Ja, genau. Und eben, ich fühle mich richtig gut und die Menschen spiegeln mir das, wenn ich mit Dramen ein bisschen Spaß mache, weil das gehört Mut dazu. Ne? Aber das, das kommt immer gut an. Ne? Kommt übrigens, apropos Dramen, das habe ich als nächste Idee bekommen für die nächste, also für eine der nächsten Party, eine Dramenparty zu machen. Oh ja. Jeder seine Drama mit Yes. Oh, ja. Ja. Da habe ich und wie die Dramen dann verwandeln. Ja. Nein, ich spiele dann die Dramen und in Komödien. Also spielerisch, genau. Also, ich kaufe Dramen und verkaufe Komödien. Alle Dramadamen ran. Das ist so oben, so weit oben. Ja, wir können das doch nicht zurecht. Ja, ich grüße Heike, Hajo, Heike, Jal. Bei mir dauert es mal wieder. Ich lebe oder ich liebe? Ich liebe, lebe. Hallo Undine, Sabine, Jit, Nijal und alle anderen. Welche eine große Ehre mit Undine. Ja. Oh, sagst du das nicht immer? Nein. Ja. Ich beuge mich. Ich mich beschämt. Beschämt. Ich habe mich gebeugt. Frau Thias, ich gar nicht mitgekriegt. Dankeschön. Und die nicht schämt sich. Ein bisschen, aber nur ein bisschen schämt sich. Das ist jetzt auch die Sache, muss ich mal sagen. Ich nehme dir das wirklich ab und das ist ehrlich. Und deshalb kann ich das auch nehmen und es berührt mich. Und es gibt dieses Hofieren, ich denke, oh nee, das muss jetzt aber nicht sein. Danke. Gerne. Ja. Finde ich schön. Das macht auch so, so nah. Sieht aus wie das tapfere Schneiderlein. Wieso? Was hat das tapfere Schneiderlein gemacht? 7 auf einen Streich. Meint er das? Ich mag das auch nie, dieses Hochheben. Aha, okay. Mhm. Aber vielleicht ist es auch manchmal nur anschauen. Und in dem Moment, wo ich es in dem anderen irgendwas würdige, hat es ja auch immer was mit mir zu tun. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit Selbstannahme, mit eigener Wertschätzung zu tun. Oder vielleicht, wenn jemand sagt so, ja, Sie sehen gut aus, Frau, so und so, echt, wow, Wahnsinn, Dankeschön, boah, das berührt mich so. Und der ist erschrocken, weil der hat das einfach nur so gesagt. Ne? Egal, ich bin doch derjenige, der meine Welt interpretiert. Aus welcher Motivation? Ich kann es doch wandeln und wenn der andere dann sieht, ah, guck mal, was das bewirkt hat, wie du gesagt hast, kann ja bei dem dann auch was machen. Ja, genial. Ja. Kann man den Chat ein kleines Stück tiefer machen? Oh, danke schön. Dann kriegen wir nicht so lange Hälse heute. Und so nicht so hoch nehmen. Ja, genau. Ja, echt, das sieht dann so. So gut. Dankeschön. Oh, danke. Super. Ja. Ganz lieb. Okay. Denn wir sind wirklich bescheiden. Dann kommen wir ins Ernst. Alle, die ernst sein wollen, die sind schon weg.
Gut, Reinigung ist geschehen. Ich sage es mit ein bisschen Emotion, aber macht nichts. Man darf sich alles leisten. Nur was sich die alle leisten, wenn man das. Gut, also vorletzte Sendung ist noch eine Sendung mit Photonen, Licht, Emotionen, Atmen. Und ja, es fühlt sich für mich sehr gut an, was wir gemacht haben. Es wird in die Geschichte gehen. Und heute machen wir Löschen von Informationen durch Umwelt und chemische oder radioaktive Stoffe. Ne? Und morgen Löschung von Seelenverträgen. Und dann würde ich eine Serie anfangen, wenn ich die Frauen dazu gewinne. Durch meine Schwester habe ich eine Information bekommen, dass die beste Rache der Frauen, für Italien muss man das so sagen, ich würde gerne eine Serie von Sendungen machen von authentischer Wertschätzung von Männern. Für den Mann meinst du? Für den Mann. Dass Frauen, ich würde gerne viele Frauen bitten, das würde ich zweisprachig machen, weil der Impuls kam von meiner Schwester in Italien. Sie ist so wie hier, aber eigentlich ist dieses Machtverhältnis noch da. Mann, Frau. Das stimmt. Viele Männer flippen aus, wenn sie verlassen werden. Und ist doch nicht so, wie das Moderne, was man sich vorstellt. Ne? Und ich mache das natürlich für mich. Wertschätzung für den Mann bedeutet für mich, dass die durch die Frau bedeutet für mich, dass der Mann wieder den Platz bekommt, was ihm gehört, und dadurch entspannt sich einiges. Und für die Frau das Erkennen, was die letztes Jahrhundert auch nicht gemacht worden ist, Wertschätzung für den Mann, ist für mich die schönste und größte Waffe, sozusagen Bewusstseinswaffe, um sich auch die eigene Ermächtigung zu fühlen. Und für mich ist es mein Beitrag, wie gesagt, der von Impulse aus Italien gekommen ist, und das möchte ich dann einfach international machen. Du bist ja schon darüber im Plan, dass wenn die Wertschätzung der Frauen gegenüber den Männern kommt, dass das auch die eigene Kraft der Frauen und der Männer stärkt, ne? Ja. Also das ist, da profitieren beide Seiten davon. Ja, dass der Mann wieder in seine Würde kommt. Okay. Ne? Und wenn der Mann in seine Würde kommt, dann hat die Frau wieder das Sagen. Ne? Also diese ganzen Verletzungen, die sind nie geforscht worden, die sind nie, also dadurch, dass der Mann so oft in Missbrauch gegangen ist, ist die Rache der Frau, ist der Entzug. Ne? Und durch Wertschätzung, den Mut zur Wertschätzung, authentische Wertschätzung, wird und kann es wieder in Gleichgewicht kommen. Oh, das passt. Darf ich noch was dazu sagen? Weil ich habe das schon in mehreren Sendungen gesagt, in diesen sozusagen Frauensendung, dass ich habe seit einiger Zeit total dieses Bild, dass momentan so Mann und Frau so Rücken an Rücken sind. Die sind irgendwie verbunden und dennoch total, so jeder guckt in eine total andere Richtung. So irgendwie, so Welten sind momentan dazwischen und doch sind sie verbunden. Aber es ist so Rücken an Rücken. Also ich habe dieses Bild gesehen. Und das ist jetzt eine Zeit lang, deswegen ist es die Verbindung jetzt, dass Frauen sich viel jetzt zu Frauen hingezogen fühlen und Männer auch zu Männern. Ist auch gut so. Und jetzt durch dieses ist ein Tool, ist ein wunderbarer Tool, weil ich sehe, dass es jetzt, dass es nicht mehr lang dauert oder dass wir das beschleunigen können, dass es eine neue Form von göttlicher Liebe, von zusammen, also dass es irgendwas ganz, ganz Neues, was es bisher noch nicht gegeben hat oder doch irgendwie schon gegeben hat, aber was Bewusstes, eine Verschmelzung stattfinden kann. Also die uns alle
die uns alle nährt und die uns gut tut. Und deswegen passt das total. Schön, danke schön, Doro. Es wäre eine gute Sendung. Ich möchte eine ganze Serie machen, weil eine Serie ist anders. Und anstatt, dass ich für mich oder nur das mit Sabine mache, ich bin gewohnt, alles, was ich habe, alles, was ich forsche, mitzuteilen mit den Freunden. Dadurch stärkt sich das Ganze. Ich habe mehr davon. Und durch dieses ständige Schenken von der eigenen Forschergeist ist es für mich eine Herausforderung und doch fühle ich mich gut dabei. Deswegen ist wichtig für mich, alle, die möchten, in dieser Serie, auch die Frauen und die Männer, sich zur Verfügung zu stellen, das vielleicht zu schreiben per E-Mail, so dass ich das ein bisschen vorbereiten kann. Und das wird praktisch, das läuft praktisch so. Eine Frau macht eine Wertschätzung von einem Mann. In dieser Wertschätzung überschreitet die Frau die Grenzen von das, was sie sonst sieht und wahrnimmt. Diese Überschreiten der Grenzen, indem ich mehr Göttlichkeit sehe, als ich gewohnt bin, macht einen verletzbar, die Frau verletzbar. Und doch, dadurch, dass es zeitgleich mit der Wertschätzung geschehen ist, man ist geschützt, die Verletzbarkeit ist geschützt, weil die Waffe der Wertschätzung, ich sehe deinen Wert, ich singe es, ich tanze es, ich fühle es, und der Mann ist geschockt, weil er in seine Größe gesehen wird und nicht in den Teile, wo er sich sonst einfach auch fühlt. Das heißt, die Frau bringt und sieht die Anteile, wo man glaubt, dass sie getrennt sind, wieder zusammen. Dadurch öffnet sie sich und sieht sie, dass wenn man sich öffnet und die Verletzlichkeit, indem man wertschätzt, so zeigt, dass es ein Akt der Macht, der Ermächtigung ist, der einfach nur der transformiert auf beide Ebenen, ohne ein Gespräch, ohne eine Diskussion, ohne einen Streit. Ich finde es total spannend, in welchem Vokabular du das umschreibst. Waffe der Wertschätzung, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, spannend. Spannend. Ja. Ja, ich nutze diese Worte, weil im Unterbewussten sind die irgendwie schon da. Ich sehe, dass wir oft so lieb und nett sind, aber unter der Gürtellinie sozusagen gehen ganz andere Sachen ab. Und die nehmen wir nicht wahr. Uns neutral, also Wertschätzung, wir hatten das ja gestern schon, Wertschätzung heißt ja eigentlich den Wert schätzen. Und damit muss ich ja irgendwas festlegen. Und in dem Moment, wo ich jetzt den Wert des anderen schätze, denke ich, ich wüsste, was der andere für einen Wert hat. Was für ein Hochmut. Ich kann das würdigen, was ich sehe, aber ich kann nie den Wert des anderen schätzen. Ja, das Wort Wer ist bin blöd, ich denn? Ja. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Okay, ja. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, da muss man ein anderes Wort. Aber okay. Appreciation. In Englisch ist es ein bisschen deutlicher. Das heißt, wie ich das meine, einfach, ich sehe durch den Schleier und sehen, was wirklich da ist. Und wenn wir sehen, was wirklich da ist, würden wir uns vor jedem und durch das Schauen geht bei mir auf und bei den anderen und niemand kann sich sowas entziehen. Ne? Würdigung ist auch. Es ist ein Abenteuer, die in dem Moment
wo ich wirklich die Realität sehe, was mir gegenüber ist und das auch anspreche, ist die Welt 3 Sekunden später ein anderer. Und ich habe transformiert. Ne? So, das ist die Ermächtigung, die sich immer mehr zeigt, wo wir sagen können, es gibt keine Probleme in dieser Welt, es gibt nur die Möglichkeit, die wir haben, es durch einen kleinen Akt es neu zu erschaffen. So, wir haben noch 40 Minuten. So, Informationen durch Umwelt und chemische oder radioaktive Stoffe. Warum es wichtig ist, dass es einfach auch gelöscht wird. Informationen durch Umwelt, zum Beispiel. Wir haben einige Sendungen gemacht, dass alles, was in Leipzig, Lipsia auf Italienisch, geschehen ist, steht in deinem Körper geschrieben. Ob du willst oder nicht, ob du es weißt oder nicht. Alles, was in Hungersnot, die Kriege, den Missbrauch, das Feiern, alles, was auf das Territorium geschehen ist, den Tsunami, Schreckens, Schocks, alles beeinflusst dich und steht in dein System geschrieben. Deswegen, in einer Stadt verhalten die sich alle so, in eine andere alle so, in eine andere alle ein bisschen anders. Wie kommt denn das? Auch wenn man neu hinzuzieht, nach einiger Zeit bekommt man einfach auch diese Informationen zugeschrieben. Also Umwelt im Sinne von Erde, Luft, alles, was in der Umwelt auch manipuliert wurde, alles, was geschehen ist auf das Territorium, alles, was es unrein gemacht hat oder Wert gegeben hat. In einem bestimmten Tal, wenn wir schauen, Silicon Valley, da sind viele Genie, da hat sich viel Genie entwickelt. Wer da ist, wird beeinflusst von diesem Genie des Platzes. Ne? So. Aber eben, stellt dir vor, dass diese Informationen können wir löschen und beeinflussen dich nicht mehr, was Geistezeit ist. Du denkst plötzlich nicht mehr wie Jenisch oder Leipzig oder Berlinerisch oder Italienisch. Du verhältst, deine italienische Information sind gelöscht. Das sind Sklavereien, die uns geholfen haben, aber irgendwie, die sind weg. Ne? So, das Löschen dieser ganzen Information aus dem Umfeld, hier steht Umwelt, Umwelt kennen wir ein bisschen mehr, aber ich sage, Umwelt und Umfeld ist etwas, was ganz wichtig ist, was uns viel Freiheit geben wird, wo wir wirklich umsetzen können, was in der Natur schon geschieht, was in der Biologie, in der Physik, in der Chemie schon dieser Prozess ist schon im Gange. So, dann natürlich chemische oder radioaktive Stoffe. Chemische durch alles, was geschehen ist, hat sich immer in unser System geschrieben, aus der Sicht der Resonanzfelder, damit wir lernen. Damit wir leiden. Und durch dieses Leiden erkennen, dass es wichtig ist, die Umwelt zu schützen. Oder nicht diese chemischen Produkte. So, dieses ganze Spannungsfelder auch in diesem Bereich ist wichtig, den zu löschen, weil sich eben die Welt und die Energie verändert.
radioaktive Stoffe, ich gehe jetzt in das Thema rein, ich weiß es nicht, was kommt, ich beginne und dann hoffe, dass irgendwelche Informationen kommen. Radioaktive Stoffe, wenn die Spaltung des Atoms und das Spannungsfeld und Plus und Minus nicht mehr wichtig sind und Energie nicht mehr durch Kernspaltung oder Spannungsfelder erzeugt wird, dann ist es wichtig, alles, was in unser System gespalten ist, also jeder Wissenschaftler, der gespalten hat, anstatt die Einheit zu sehen, hat diese Information auf alle Ebenen getragen und gesendet und alles im Gewohnten, man muss spalten, sezieren, um zu erkennen. So, das heißt, radioaktive Stoffe, es ist wichtig, dass sie einfach auch gelöscht werden und die können gelöscht werden, weil es das Universum, was sich verändert hat, gehe jetzt nicht direkt da rein, das könnte jemand anderen machen, oder ich könnte Filme zeigen oder Texte lesen, aber ist jetzt nicht meine Absicht. So, das Löschen aller dieser Informationen ist ganz wichtig und gibt uns die Freiheit, die neue Realität anzunehmen, uns zu freuen, zu tanzen, zu gestalten. Das Löschen geschieht nicht durch, wenn ich das sage, sondern durch, es ist schon geschehen, aber es ist uns nicht bewusst als Menschen. Wenn wir jetzt es uns wünschen und einen Prozess initiieren, das Löschen, das machen wir nicht, das mache ich nicht, sondern das machen alle Meisterenergien, die für diesen Dienst vorgesehen ist, jetzt heute nicht Krayon, ich weiß nicht, wer das macht. Ich nehme an, es sind andere Energien, Eichel zum Beispiel, oder ist egal, ist unwichtig. Sonst kommen wir nicht zum Schluss. Das machen Meisterenergien und das heißt, wir brauchen es nur zu bestellen und dies wird einfach auch geschehen in den Formen und Zeiten, die für uns optimal sind. Und weil es die Zeit ist und weil es wichtig ist und weil wir versammelt sind und weil dies ein Kreis ist, wird jetzt einfach auch geschehen in der mächtigsten Form oder in der erfüllendsten Form, die möglich ist. So, jetzt habe ich ernst gesprochen. Gucken. Wertschätzung im Sinne von Schatz. Schatz! Ich glaube, von uns braucht es auch nur die Bereitwilligkeit, das loszulassen. Weil all die Sachen sind ja auch nur Ideen, Erinnerungen, die sicherlich auf den Körper schädigend oder unterstützend wirken können. Aber die Bereitschaft, auch das einfach ja, loszulassen. Ja. Vergangenheit loszulassen. Löschung. Ja. Aber eben, ich glaube, dass all diese Stoffe, ich habe das oft gesehen, die behindern uns. Mhm. Also wir könnten jetzt eins oder zwei Beispiele, wenn jemand möchte, kann ich einfach in sein System schauen oder jemand kann in mein System schauen. Vielleicht kriegst du auch die Information. Ist immer jemand, der dafür spezialisiert ist. Eine bestimmte Umweltinformation oder negative oder positive Umweltinformation. Ich bin auf eine Leyline. Ich fühle mich euphorisch. Ne? Oder lässt mich einfach auch die ganze Zeit anders benehmen. Ne? Ich habe das oft einfach auch gesehen und oft einfach auch geforscht. Ich bin immer nervös, so wie eine Quecksilber-Vergiftung oder Thallium oder
eine Schwermetall, all diese Sachen wirken immens auf dem Verhalten. Das heißt, für mich ist wichtig, dass es ganz gezielt auch Punkt für Punkt einfach auch gemacht wird, weil es ist immens wichtig, diese ganzen Systeme wieder in Gleichgewicht zu bringen. Wenn ich mich hier erfahre als der Körper, dann stimme ich dir vollkommen zu. Also dass bestimmte Chemikalien, bestimmte Mangelzustände oder auch Überfüllzustände, dass die Körperchemie und damit die Emotionen, alles was das stoffliche Körper ausmacht, beeinflussen, in jedem Fall. Aber das, was uns eigentlich ausmacht, ist davon völlig unberührt. Sehr das klar. Ist Hurz. Aber wir sagen das nicht laut. Aber wer glaubt schon daran? Wer lebt das schon? Weiß ich nicht. Siehst du die nicht? Nein. Steht hier, ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ich frage dich. Ja, nee, es ist so. Für mich ist ganz wichtig, aber das verstehen die meisten Menschen nicht. Dein Kern, wenn ich sage, ja, wir sind erleuchtet, guck dir eine Katze an. Ja, ich habe die Katze angeguckt, aber erleuchtet fühle ich mich noch nicht. Ne? Seit Jahrmillionen ist die ganze Erde erleuchtet und wir glauben es nicht zu sein. So, nichts kann uns antasten, nichts kann uns erreichen. Das wollen wir noch nicht, wir brauchen Schritte. Ne? Und für mich ist einer dieser Schritte, was die Natur auch vorgesehen hat, eben in diese Lektionen, in diese Karma, in diese Liebe-Hass, in diese Mann-Frau, in all diese Sachen durchzugehen, um etwas Neues wachsen zu lassen. Aber ist das nicht genau das, was eben das verhindert, wenn du in Zeit reingehst, wir brauchen das noch, wir brauchen das noch, wir brauchen das noch, das können wir machen, das machen wir auch noch 100.000 Jahre so. Aber ob's, ja, das verhindert es eigentlich. Was? Dich als das andere zu erfahren. Ja, ja, klar. Nee, klar, ich bin einverstanden, nur bestimmte Sachen, wenn ich zum Zahnarzt muss, dann muss ich zum Zahnarzt. Ja? Ne? Nur eben, ich gucke, ich mache nur Grundsachen, weil für mich diese Reinigung, was wir gemacht haben, habe ich die Information bekommen. Ich mache sonst nie sowas. Ne? Nur in bestimmte Momente, für bestimmte Situationen meldet sich, eben für dich ist gut, das zu machen. Okay. Eigentlich brauchst du es nicht, eigentlich brauchen wir nichts. Aber wenn sich das meldet, dann dazu machen. Okay. Und sonst bin ich nicht zu haben für all diese Sachen. Ne? Danke. Ich verstehe was du. Ja. Weil ich hatte mich auch gewundert, ich kenne das gar nicht so tief, solche, aber es war irgendwie. Eben, normalerweise bin ich gegen all diese Sachen, aber anscheinend, und mir tut das einfach auch gut, es ist wichtig weltweit. Weil wenn ich raus bin und der ist nicht raus, der beeinflusst mich. Das geht nicht. Entweder zusammen oder keiner. Genau. Und deswegen. Aber du nimmst das alles mit. Ja. Egoismus. Egoismus. Dass das, was ich mache, mit meinen Freunden mache, es ist für alle dann und meins. Uns das ist tausendmal stärker, als wenn man das so sagen kann. Ne? Und auch das macht bewusst, was für mich der Zweck einfach ist, das macht bewusst, und das ist immer die Verknüpfung, die ich dazu mache, unsere jetzt nicht gelebte Schöpferkraft. Unsere jetzt 2012, ich sage es jetzt als Datum, ist unwichtig, dass die Möglichkeiten, die ich habe, ich habe sie noch nicht. Ich möchte sie mit meinen Freunden einen Raum schaffen, wo wir eine kleine Ahnung haben von das, was wir jetzt erschaffen können und uns noch nicht bewusst ist. Also diese immense Freiheit, die ich noch nicht erfassen kann. Und zwischen den Zeilen, während ich diese Sache mache, die dienen mir dazu, das zu erkennen, dass ich plötzlich klarer sein kann, dass ich plötzlich jetzt visualisieren kann. Und ich mache das immer theoretisch. Meine Visualisation war nie richtig. So, weil all diese Prozesse mich immer beeinflussen oder meine Gedanken, und habe ich gedacht, ja, warum funktioniert das nicht? Bestellung beim Universum, Beschwerden beim Universum.
weil wir das, die Quelle, aus der wir das fragen können, unrein ist. Oder weil wir dies nicht aus der Quelle tun, wo es dann geschieht. Ne? Meinst du, weil andere sich reinmischen? Ja, spricht dann was anderes. Ne? Aus irgendeiner Störung oder Emotion oder Gier oder was weiß ich was, kommen die Sachen. Und irgendwie, ich will jetzt klare Bestellungen abgeben können und den Raum erforschen, wo das einfach auch geschieht. Und wir können heute gleich eine Bestellung aufgeben, gemeinsam. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Mal gucken, was es wird. Sabine hat das bis jetzt getanzt. Und heute können wir zum ersten Mal etwas gemeinsam visualisieren. Und wir haben die Möglichkeit zu fühlen, wie schnell sich das dann manifestiert. Ich lade dazu ein, jetzt schon alle Seelen sich vorzubereiten. Aber erstmal gehen wir zum Putzen, Duschen, Putzen. Putzen ist, ja, ist was Schönes. Für vieles Putzen. Ja. Ich wollte noch was aufgrund von Undine, was Undine gesagt hat, ist mir, habe ich jetzt irgendwie von Osho mitgekriegt, weil der hat das immer gut ausgedrückt, ich finde jetzt nicht die richtigen Worte, aber der sagte, du kannst nicht gleich bei den Essentiellen anfangen. Also du fängst beim Objektiven an oder beim Subjekt und kriegst dann irgendwann mit, machst die ganze Sache und kriegst dann irgendwann mit, dass es dann doch vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Und dass eigentlich überhaupt nichts passiert ist die ganze Zeit. Genau. Aber du denkst, es passiert irgendwas. Ja, genau. Und das ist auch das, was ich gerne da vielleicht aus, ob es richtig ist, weiß ich auch nicht, aber für mich fühlt sich das so an, weil du sagst, wenn wir in unserer vollen Schöpferkraft sind, wenn ich in meiner wirklich vollen Schöpferkraft bin, dann gibt es mich überhaupt nicht mehr, dann ist finito. Also ich glaube, das ist ein Widerspruch in sich, das gibt, ja. Also für mich ist wichtig, was ich sehe, kleine Schritte zu machen. Eben, ich erwische mich oft, wie du gesagt hast, 2 Jahre zu denken, dass ich meine Schöpferkraft bin und ich bin irgendwo, aber nicht da. Da erwische ich mich. Also schon, es geht ja nicht Schöpfer zu sein. Also wir, ja, das ist ja schon, aber vielleicht nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Also. Ja, eben, ne? Irgend sowas. Ne? Genau. Ja, aber ich möchte schon eins sein mit dem Besteller. Ja, ich möchte schon, eigentlich schon, aber so ganz dann doch nicht. Eben. Weil dann bist du nicht mehr handlungsfähig, dann bist du eigentlich gar nicht mehr. Du hast keine Vergangenheit mehr, du hast keine Vorstellung mehr, du hast keine Handlung mehr. Ist alles weg. Du kannst nichts mehr kontrollieren, du kannst nichts mehr steuern. Ist alles weg. Wow. Ja, klar. Und bis dahin dauert noch 3 Tage. nur nicht jetzt. Wir warten noch. Nicht jetzt. Okay, aber eben, wie gesagt. Jetzt gehen wir so die Küche putzen. Das heißt, jetzt in diesem Form, das machen wir noch. Ne? Bereitwilligkeit. Und das heißt, dass die Küche putzen bedeutet heute Löschen von Informationen durch Umwelt und chemische oder radioaktive Stoffe. Und dann fühlen wir, wie sich das in unser Körper fühlt, in unsere Seele. Und lade ich dazu ein, diese Informationen zu geben, was du wahrgenommen hast und die einfach auch uns zu wiedergeben. Ist noch die Schrift unten? Nee, ich glaube, aber ich mach kurz die Schrift unten weg. Jetzt sieht man eine schöne Hand. Schön. Das ist spannend. Schön, dass du mit da bist, danke. Schön, dass du da bist, ja. Und die vielen Zuschauer, die hier auch noch mit uns sitzen. Vielleicht könnt ihr mal, dass sie uns glauben. Vielleicht Gut, dann in Freude, in Leichtigkeit
kein Ernst. Ich weiß, dass alle ausflippen, alle machen ernste Sachen, ich nicht. Und das ist Teil meiner Größe. Und ich stehe dazu. So, dann hat mich Sabine befohlen und ich tue es einfach. Ich lade ein, alle Seelen, die in den Zwischenwelten sind. Gestern sind viele Seelen, ganz viele Seelen mit ins Licht gegangen oder haben den Prozess angefangen. Und die unterstützen uns jetzt schon, auch wenn sie noch in der Reinigungsabteilung sind, ne, von Peter. Die werden irgendwie orientieren, ah ja, so viel Licht und so, die bekommen Sonnenbrillen oder irgend sowas. Und lade einfach auch alle Meisterenergien, alle, die für diesen Dienst vorgesehen sind, alle mitzuwirken, damit es optimal ist, alle, ja, bitte ich und lade ich ein, wünsche ich mir. Und in diese Sphäre reinzugehen, alle Seelen von Menschen, die jetzt nicht im Livestream sind oder hier sind, lade ich dazu ein, die möchten. Viele Freunde sagen, Mensch, schade, ich kriege da gar nichts mit. Okay, jeder hat seine Termine. Programmiere dich so, dass du in all diese Sendungen dabei sind. Und ich lade alle Seelen, unsere Freunde ein, die möchten dabei zu sein in diese Löschung von Informationen und möchten. In der Sphäre bildet sich ein Lichtstrahl. So fängt oben und unten zwei Lichtstrahlen sich zu bilden. Und die Sphäre kann sich ausdehnen. Du kannst die Sphäre ausdehnen lassen oder reinkommen, wie du möchtest. Und in diese Sphäre startet jetzt ein Wirbel, Bewegung, Drehung, ich glaube Rechtsdrehung, für unser Erdenverständnis, für das kosmische Verständnis heißt es anders, das Wort gibt es noch nicht. Also dreht sich innerhalb in alle Richtungen, ein sphärisches Drehen. Und in diesem Drehen werden alle Informationen, die durch Umwelt und chemische oder radioaktive Stoffe, die in all unsere Körper gespeichert sind, gelöscht. Das Löschen, so wie ich das wahrnehme, ist ein Abblättern, wird diesmal nicht dematerialisiert oder transformiert, sondern blättert ab und löst sich auf. Ich lade ein, das Lymphsystem dies auch zu begleiten. Es ist, wenn durch die Begleitung des Lymphsystems Lichtstrahlen in die Wege unser Lymphsystem sich bahnen und die Drüsen wünsche ich, dass die Drüsen, die von dem Lymphsystem jetzt Impulse bekommen, sich wieder aktivieren. Ich lade ein, alle Drüsen, die möchten, die bereit sind, eigentlich alle, sich wieder zu aktivieren, denn es ist gut für alle Drüsen und für alle, denn die Drüsen sind unsere neue Chakren, sind die eigentliche Chakren der Verbindung Seele und Körper.
Es kann sein, dass man körperliche Empfindungen hat, weil diese Informationen, das Löschen dieser Informationen, man einfach auch körperlich spüren kann. Das ist das Nervensystem auch, Blutsystem, die Haut, die Lungen, der Atem in uns, das Wasser, alles wird auf die Ebene, die wir erwähnt haben, gereinigt und entspannt. Durch diese Entspannung könntest du dich vielleicht ein bisschen leer oder müde fühlen. Wenn du dich leer und müde fühlst, mach einen Freudetanz, dass Bremsen weggegangen sind. Akzeptiere die Müdigkeit oder die Leere. Das ist nur die Leere und die Müdigkeit ist die Möglichkeit des Selbstbestimmtes neu erschaffen, unberührt und unbeeinflusst von Ereignissen der Vergangenheit. Wow. Ich bedanke mich. Ich empfehle, scheint schon für manche ein bisschen heftiger zu sein. Wünscht euch einfach die optimale Schwingung, diese Reinigung. Und sonst fragt mal, lasst euch das auch weiterhin begleiten von homöopathischen Mitteln, von Kinesiologie, von Wasser, von informiertes Wasser, egal in welcher Form, Nahrung. Diese Ausleitung oder diese Abblättern fördert bei manchen Pflege und dass noch zusätzlich etwas hinzugefügt wird. So Pflegendes und Transformierendes. So das, was, wo ihr euch Zugang habt. Ich denke, für jeden könnte auch anderes sein. Kann sein, dass du Mineralien brauchst. Es gibt immer, fühle und guck einfach, wie du diesen Prozess der Reinigung begleiten kannst. Für einige ist wichtig. Manchmal ist Zunahme, Einnahme von Mineralien oder Information oder Medizin auch. Medizin ist auch genau das Gleiche. Egal in welcher Form, was du fühlst, was du als Begleitung brauchst, frag es. Und lass dich einfach auch bedienen. Dankeschön. Wer schon, die Prozesse gehen weiter, auch ich spreche weiter, weil hier die Zeit einfach begrenzt ist. Aber ihr braucht nicht zuzuhören, hört sowieso niemand zu. Der Prozess dauert länger. Das heißt, seien wir bewusst, dass diese Reinigung, diese Löschung, Löschung und Reinigung ist für mich ergänzend, sich die Zeit nehmen wird, die es braucht. Lasst diesen Prozess offen, Tag und Nacht, bis es für euch optimal ist.
Kind das auch unterstützen, indem er das wertschätzt, was sich da löst. Also einfach indem diese negative oder schädigende, was ihr denkt, was es für euch eine Auswirkung haben könnte, indem er das einfach loslässt und sagt, ja, auch ein Teil und danke für das, was es bis jetzt bewirkt hat. Ich habe das ja in mein System reingeholt, das gehört hier mit dazu. Das Wertschätzen und auf ganz körperlicher Ebene ganz einfache Sachen, weil Jeet auch schon angesprochen hat, Elektrolyse, Fußbad zum Beispiel, um Schwermetalle auszuleiten, im Homöopathischen mit Solidarum, also bestimmte Substanzen, die das Ausleiten erleiden. Welche? Allein. Solidarum, da gibt es verschiedene homöopathische Ausleitungssubstanzen. Oder mit Salzbädern, was über den Jenschura passt, also einfach solche Sachen, guckt, was euch da gut tut und sagt, gönnt euch das auch. Und solange wir denken, wir sind hier das noch, ist das auch völlig in Ordnung. Aber ganz wichtig finde ich auch, dass nicht jetzt als das Schlimme was weggehen muss. Nein, es hat auch, ich habe das etabliert und es darf sein und danke. Dann ist sehr unterstützend. Okay. Danke. Das war Teil meiner Lektion, das waren Informationen, die mir geholfen haben zu wachsen. Sonst gäbe es die Grünen jetzt nicht oder sowas. Ne, ich habe das gemacht. Ich habe gedacht, da ist irgendwie, ja, und damit ist das dann da. Ich habe das Bild gehabt von so einer Banane, die sich so langsam abschält. Und das darunter, das ist so was, was Empfindsames, Zartes, Weiches, also was, und das könnte sich, könnte, also so habe ich das Gefühl, muss nicht bei allen, aber dass es vielleicht so auf der Haut sich erstmal vielleicht auch dann irgendwie so also ungewohnt anfühlt oder man empfindlicher ist. Mhm. Und es kann aber auch was ganz, ganz Schönes sein. Es gibt viele Menschen, die sich gar nicht mehr richtig fühlen können, die einen richtigen Stups brauchen, um das überhaupt fühlen zu können oder einen größeren Kick. Und das ist was ganz Schönes auch ist, dass man wieder ja ganz empfindsam wird, ja, aufnahmefähig für Weichheit, Zartheit, Zärtlichkeit, ja. So habe ich mitgekriegt. Mhm. Eike, Ingwerwasser ist super gut, ja, fühlt sich gut an. Mario schreibt es. Mhm. Ja, ich finde wichtig, wenn wir zusammen im Kreis sind, alles, was euch einfällt, zu schreiben und mitzuteilen, auch wenn nicht immer gelesen werden kann. Dieses Mitteilen ist wichtig, dass alles, was wir tun, verbreitet sich in die morphogenetische Felder. Oder wie man es, ich nenne es in der Biologie, damit das nicht jemand sagt, was ist das? Jetzt musst du dich eilen, glaube ich. Du hast noch was angekündigt, musst du dich beeilen? Ja, es ist schon, Mama. Okay. Eben, 21 Uhr ist aus Pico, nicht Madeira. Pico Azoren, die Angelika Arnold. Die Delfinenenergie. Deshalb habe ich die Delfine gesehen. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich das jetzt noch mit reinbringe. Du warst schon dabei, ich habe die Delfine in der Reihe. Ja! Ja. Ah, der Übergang ist dann gut. Ne? Ja. Ja. Okay, ich lade jetzt ein. So symbolisch jetzt zusammen. Die Vision als Pyramide sehe ich das von JTV als Dienst. Ne? JTV ist ein Dienst, ist nicht eine Person, ist einfach das Zusammenkommen von Meister. Und wir sehen, es werden immer mehr abends auch die auf Sendung gehen. Alle, die es wollen, sind es, weil sie es tun. So, ich lade jetzt ein in die gemeinsame Pyramidale, so nehme ich das wahr, Visualisation des neuen JTV mit den Aufgaben und mit den, die sich, die entstehen aus dieses Verbinden von 1000 Meister Energien. Ich lade ein, zu visualisieren gemeinsam. JTV ist der Dienst für alle
in der Fernwahrnehmung, in das Ersetzen von Computer und Bildschirme, in dem Photonenzeitalter, wo wir so wie früher wieder gemeinsam sprechen werden. GTV ist das Symbol für in Kreis oder in sphärisches Zusammenwirken von Meisterenergien. Die Meisterenergien sind alle, die Ja sagen und die es tun. Lade ein, die Vision jetzt mit allen Einzelheiten und Großzügigkeit und immenses Auswirkungen, die wir uns vorstellen können, für unser Wohl, fürs Gleichgewicht, fürs Wahrnehmen der Realitäten. Denn Gleichgewicht ist die Realität. Jetzt. In der Pyramide bildet sich ein Kreis, ein grüner Kreis. Und verwandelt sich zur Sonne. Sonne in der Pyramide. Die Pyramide wird die Sonne. Drumherum bildet sich noch ein Kreis. Und um diesen Kreis bildet sich noch eine Pyramide ins Unendliche. Also es entsteht die Pyramide, ein Kreis, ein Punkt in der Pyramide erleuchtet sich, dann entsteht ein Kreis um die Pyramide, dann eine Pyramide um den Kreis und so bis Unendliche. Das scheint eine universelle Formel zu sein, die wir uns jetzt aneignen können. Ich lade euch ein, dies einfach auch zu malen mit Farben. Und ich möchte gerne der Einladung meine Stimme geben. Ach, bitte. Oh ja. Ja.